Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Prison Architect, wo wir jetzt schön mit unserem Klon-Tool wieder arbeiten können, um letztendlich die weiteren Zellen hier zu belegen. In unserem neuen Zellenblock. Wir haben jetzt inzwischen auch High-Risk-Gefangene. Die scheinen sich zurzeit zu benehmen, obwohl ich sagen muss, es ist wirklich im Moment sehr merkwürdig, wie viel geklaut wird immer noch. Weil ich habe ja wirklich ohne Ende Wachen positioniert und trotzdem ist keiner eingeschüchtert. Hier irgendwas nicht zu klauen. Das irritiert mich ein wenig. Ach so. Nur wenn das Ding wirklich steht, kann ich das auch kopieren. Vor allem ist es immer noch ohne Ende. Im Gefängnis. Müssen wir mal in der Nacht wirklich einen Shakedown machen. Und will ich gucken, was wir alles da rausholen können. Ich glaube, ich muss mehr Wachen hier reinsetzen. Sonst kriegen die einfach nicht mehr alle gepackt. So, noch eine dritte Wache stationieren. Generell geht es ja aber den Gefangenen gut. Ach, was ich auch nicht erwähnt hatte, inzwischen ist das nämlich so, dass dementsprechend, was für Gefangene man kriegt, die mehr Geld einbringen oder weniger. Also High Risk sind mehr wert als Medium Risk und Low Risk Gefangene. Jobs. Sie klauen uns unsere Jobs. Und dementsprechend kann man auch mehr Geld machen mit High Risk Gefangenen. Weil ich gerade nicht verstehe, dass die hier nicht abgeholt werden. Vorne. Von der Wache. Weil ich durchsuche zurzeit keinen Zellenblock mehr. Deshalb sollten eigentlich Wachen Zeit haben, um die zu holen. Dann bauen wir nochmal zwei Wachen. Die rennen direkt irgendwo hin. Unglaublich. Der ist auch schon wieder unglaublich. Ja, es steht noch nichts, aber es wird schon mal Wäsche hingelegt. Für Gefangene, die irgendwann in 80 Millionen Jahren mal kommen. So, jetzt müssen wir erstmal... Hier müssen wir ja individuell arbeiten. Weil ich da keine Vorlagen für habe, für so eine Art Zelle. Didit, didit, didit. Dann kann man das Klo auch mal ein bisschen wegsetzen von der, vom Bett. Dann müssen die sich alle neben dem Bett einscheißen. Und wisst ihr, was wir noch machen? Das sind die Superzellen mit Fernseher. Den die Gefangenen eh nicht benutzen, wenn der da drin steht. Das wird mich nämlich wundern. Ach, wir haben kein Geld mehr. Das kommt auch noch dazu. Jetzt sitzen wir wieder auf dem Trockenen. Und die Dusche ist auch noch nicht fertig. Warum darf der überhaupt arbeiten gehen? Hier ist keine High-Risk-Region. Das General Population. Ach, ist auch egal.
soll doch machen, was er denkt. Dangers. Letzten 24 Stunden. Warum sind die einen rot und die anderen blau? Ach so, rot als Waffe und blau als Werkzeug. Haha. Eine Gabel ist also eine Waffe. Weil sie 5 Zinken hat. Und nicht 3 Zinken. Weil 3 Zinken sind ein... Was hat Poseidon nochmal? Vor allem, wie kann der Schlüssel vom Gefängnis von draußen reinbringen? Unglaublich. So. Dann durchsuchen wir mal die beiden Zellenblöcke noch. Wo wir gerade das Geld noch parat haben. Stille. So. Aber so lange Haftstrafen haben die auch nicht. Okay, erst mit 40 Jahren natürlich ordentlich. Aber andere haben halt auch relativ viele Jahre. Vor morgen kommen schon wieder nur 4 Gefangene. Vor allem, warum will jemand einen Hammer mitnehmen zum Essen? Und hier unten hängen auch schon wieder welche fest. Beziehungsweise, da wird gesagt, oh mein Gott, durchsucht sie, und in Wirklichkeit wird gar nichts gemacht. Oh, ist das vom Durchsuchen? Was hast du gemacht? Lockdown. Hat ein Tool geklaut. Also Werkzeug geklaut. Hat aber auch 21 Jahre als normaler Gefangener. Aber wenn hier... Unglaublich! Hier klaut einfach jeder Penner. Die sind überhaupt nicht mehr eingeschüchtert von denen. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Jetzt haben wir auch noch 87. Und wir haben eigentlich 150 Gefangene, die wir hier reinschmeißen könnten. Wir müssen mehr Schleusen bauen. Warum ist eigentlich hier nur einer? Und warum steht das Laundry Basket hier im Weg? Basket, 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 whatever. So. Schlafenszeit. Und hier oben hängt einer fest. So. Bam. Shakedown. ...339 Places zum Durchsuchen. Und Gefangene, die eigentlich schon im Lockdown sind. Werden auch mal eben durchsucht. Auch sehr schön, wie wenig Platten die nur gemacht haben.
Ist auch kaum was im Umlauf. Vor allem, ich habe 53 Löffel gefunden in den letzten 24 Stunden. Noch einer. 55 Löffel. So, es gibt keinen. Jetzt gibt's schon nichts mehr. Wir können Shakedown abbrechen, weil es gibt kein Supply mehr. Müssen wir keinen mehr nerven. Och ja, komm ey. Baut das doofe Klo rein. Ah, Wahnsinn. So. Boah, gleich raste ich aus wegen der Toilette. Das ist eine Sache, ey, die gibt's schon seit der allerersten Alpha. Dass die sich hier so verhaken in den Ecken. Ich hoffe einfach, dass die es irgendwann gebacken kriegen, das zu korrigieren. Komm weg da. Soll der nächste machen. So, 14.000. Ja, du hängst mit der Kiste weg, fest. Können wir dich auch erstmal weglegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 16. So, drei, vier, fünf, sechs. So, 24. Und damit ist die Dusche eigentlich schon zu klein. So. Mehr kann ich hier auch nicht mehr reinsetzen. Wird halt ein bisschen eng. Beste für immer, wenn ich scroole, benutze ich die mittlere Maustasche, Taste und der zieht dann direkt auch in die oben Ecke. Ach ja, sollte ich ein paar Anekdoten aus meinem Leben erzählen. Zum Beispiel, dass man so manchen Menschen so viel bedeutet, dass man 7 Wochen, 8 Wochen weg ist fast und dann kommt man zurück, dann will sich die Person nicht mit einem treffen. Und man fragt sich nur, warum. Und am Ende kriegt man den Arsch aufgerissen, warum man so eine Bindung beendet. Wenn man nach 9 Wochen letztendlich immer noch nicht die Person gesehen hat. Und dann ist man der Böse. So läuft es in der Welt, Leute. Aber ich muss sagen, sowas passiert einfach. Was soll man machen? Deshalb war ich auch ein bisschen gestresst in letzter Zeit und konnte nicht so viel aufnehmen. Das kommt noch dazu. Vor allem ein bisschen gestresst. Ich bin gerade zurückgekommen und bin dann ein bisschen gestresst direkt. Willkommen in meiner Welt. Im alltäglichen Wahnsinn von Dr. Proof. Aber ich darf ja keine Namen nennen. So, Lichter. Haben wir noch 18 Stück übrig. Könnte man auch mal hier den Yard, den Hof ein bisschen ausbauen. So. Dann gibt's da den Übergang. Und das sollte es dann eigentlich schon gewesen sein in dem Sinne. Vor allem, wo haben die Tools ja jetzt schon? Ohne Witz, die haben geschlafen alle. Och komm. Vor allem, dass sie sich da nicht fangen irgendwann. Die müssen doch merken, dass sie in der Wand hängen. Dann könnten die auch irgendwie reinprogrammieren, wenn eine Wache irgendwie eine gewisse Zeit auf demselben Punkt steht und ein Arbeiter, dann wird, dass der geportet wird, so einen Zentimeter. Damit er da rausfällt.
So, wir verlieren 5 und wir kriegen 8 neue. Boah, sind die angepisst. Meine Arbeit sind total überfordert, hier mal den ganzen Kram aufzubauen im neuen Zellenblock. Family. Von unten bis nach oben ist doch ein bisschen lang, oder? Das schaffen die nicht ganz in der Stunde. Obwohl, jetzt ist halb. Jetzt nehmen die was zu essen, setzen sich hin. 35. Zeitlich passt das eigentlich noch gerade noch so. Ach, plötzlich haben wir 19 Gefangene, die kommen morgen. Umso besser. Ach nee, das sind, weil die 8 jetzt kommen. Ja, aber das Hauptproblem ist einfach, wenn die in die Einzelzelle kommen, da gibt es keine Toilette. So, alle auf Toilette, alle fühlen sich besser. Wo man sagen muss, irgendwie. Reißen wir mal hier die Wand ein. Dann kommt hier auch noch ein Tor hin. Da müssen die nicht so weit laufen von oben. Und können da direkt rein. Sehr gut. So, da kommen die neuen Gefangenen. Sind sogar wieder mal mit ein paar High-Risk-Gefangene. Wieder ein Mörder. 25 Jahre und 13 Jahre hat er schon abgesessen. Das will ich auch nicht verstehen, warum wir Gefangene kriegen, die schon eine Zeit abgesessen haben. Warum konnte ich in ihrem alten Gefängnis bleiben? Ach ja, Stock. Stuck an allen Ecken. Sind schon wieder alle angepisst. Wir erhöhen mal alle Strafen. Ey, Zigaretten wurden gefunden. Cooler Scheiß, guter Hund. Wenn mir gerade einfällt. Holen wir mal zwei weitere Runde, weil wir werden ja auch jetzt hier rum den Kram fertig machen. So. Und kriegt auch zwei Wachen. Sind relativ viele Zellen, mehr als in meinen anderen. Holen wir direkt zwei neue Wachen. Gut. Oh.
müsste sie auch ein weiteres Tor machen zum Yard. Mal 72 Stunden ohne Zwischenfall. Ja, und immer noch Escape. Aber 650.000 ist das wert, schon das Gefängnis. Da ist eine ganze Menge Asche. So, Waffen wurden gefunden. Toll. Der erste Übergriff und meine Wache ist auch gestorben dabei. Ah, und das kostet mich auch einfach nur Kohle. Können wir direkt drei Wachen holen und erhöhen mal die Anzahl von Wachen in manchen Bereichen. Wer ist gestorben? Er hat keinen Namen. Er ist einfach nur ein Namenloser gewesen. Hauptsache, keine Hunde sind gestorben. Er ist nur verletzt. Tja, und wer putzt jetzt hier? Oh mein Gott. Und auch einer der Gefangenen ist gestorben. Und er hat eine Mutter und einen Vater. Sie werden mich verklagen. Auf Heller und Pfennig. Jetzt reicht's mir. Jetzt werden die Strafen erhöht. Auch wenn es ewig dauert, dass alle dann in ihre Zellen reinkommen. Vor allem, warum sind immer nur zwei besetzt hier? Unglaublich. Aber mit diesem Übergriff beenden wir diesen Part vom Prison Architect und gucken nächstes Mal, wie es weitergeht bei diesem Wahnsinn. Oh, da werden die Leichen abgeholt, glaube ich. Oder wurden schon abgeholt. Oder er wartet noch darauf, dass abgeholt wird. Toll, wird entlassen. Hat aber wieder irgendwas geklaut. Wahrscheinlich eine Gabel. Vor allem, es hat jetzt auf jeden Fall meine Finanzen gekickt, oder? Weil? Ja. Vier ermordet. Keine raus, aber I seriously injures. Ja. Ah, verdammte Kacke. Das Gefängnis war gerade so viel wert. Ich habe mich noch so gefreut. Und jetzt sowas. Naja, machen wir nächstes Mal weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Prison Architect. Bis dann, euer Doc. Ciao.